ohne Lift, das ist eine Frechheit. Wir sind total müde, aber wir sind jetzt unterwegs zum Samerberg und da wartet heute eine Anstrengung auf uns, aber das werdet ihr dann nachher die gleich sehen. Jetzt momentan ist nur Stau. So, der dicke Johannes ist jetzt in ganz Körper Kondom reingepresst. Fühle mich wie eine Wurst in der Wurstpelle. Wir haben jetzt am ganzen Körper Protektoren bekommen, also Ellenbogen, Schultern, Brust, Rücken, Knie und so weiter und so fort. Damit, wenn es uns auf die Schnauze legt, nicht gleich alles kaputt ist. Fahrräder haben wir bekommen, die Stoßdämpfer sind gerade noch eingestellt worden. Und leider geht der Lift heute nicht, wegen dem schlechten Wetter. Also hilft es nichts, müssen wir erstmal von Hand, besser gesagt zu Fuß raufmarschieren. Und entweder schieben oder rauffahren. Schauen wir mal, wie weit das ich schaffe. Den Rest muss ich halt dann schieben. Und dann geht's runter. GoPros haben wir dabei, das heißt, gevloggt mit Ton wird jetzt erstmal nicht mehr, aber wir sehen uns dann, wenn ich wieder herunter bin, wir auch nochmal. Ciao. Ah, wir sind jetzt zwar zersausten. Ohne Lift, das ist eine Frechheit. Das gibt Sonderpunkte. Eigentlich sagt man ja immer, man verschenkt Gutscheine zum Geburtstag oder zu Weihnachten, damit man sich nicht so viel ins Zeug legen muss, aber alter Schwede.
Ich will den Flieger.